Und damit recht herzlich willkommen zurück. So Leute, hier ist auf jeden Fall noch eine fette Horde drin, ne? Gefällt mir an der Stelle überhaupt nicht. Das würde ich gerne noch klären wollen. Wenn es möglich ist. Beziehungsweise das ist ja ein Infektionsherd und fette Horde. Wie weit ist das weg? Das ist nicht weit ab. Da können wir so hin. Naja. Da ist auf jeden Fall mächtig was los. Scheiße. Komm, dann schmeißen wir jetzt mal hier rüber. It isn't a feral, the Tasmanian devil of the Zed world. Horde's coming this way. Das ist das Schöne daran, dass wir so dicht an unserer Base sind. Sehr schön. Ein Screamer. Wo ist der Screamer? Da. Das war's. Gut, Leute. Können wir an der Stelle unsere Loot-Folge endlich weiterführen. Alter, hier ist ja auch noch ordentlich Betrieb. Ich würde gerne jetzt hier hochfahren wollen. Scheiß drauf jetzt, welche Quests jetzt hier reingeflattert kommen, weil wir haben 4405 Einfluss. Und wie gesagt, ich war eben gerade offline und hab noch. Yes. Nee, ich will Verbesserungen. Und hab noch diverses Micromanagement hier betrieben. Da kommen die Mollys, die haben wir zurück. Reparieren wir hier unsere große Karre. Wie viel Benzin ist hier eigentlich noch drin? Naja, gut, okay, das reicht auf jeden Fall. Wir fahren ja hier hoch, hier sind ja auch Außenposten. Also von daher, das dürfte alles noch gehen. So, steig ein. There's a screamer close. Selbst hier vor der eigenen Haustür ist noch allerhand zu tun. Ein bisschen Arbeit haben wir auf jeden Fall noch vor uns. Wir können ja, wenn wir beim Außenposten angekommen sind, können wir uns ja mal einen kleinen Überblick verschaffen, wie es denn generell jetzt so um uns steht. Ein bisschen was zu looten auf alle Fälle noch. Aber ich sag mal so, wir nähern uns langsam auf dem Ende. Ich schätze jetzt mal so grob gesagt so, ja, vielleicht noch 7-8 Parts. Ist jetzt nur eine grobe Schätzung. Wenn wir eher fertig werden, ist es auch gut.
Aber hier sind ja auch noch einige Häuser, sind hier auch noch unentdeckt. Genau hier an der Stelle. Slasher-Machete, Leute. Die Waffe von Jason. Richtig nice. Hol mal raus, das Teil, ey. Jo. Nice. Für die jüngeren Zuschauer, wer nicht weiß, wer Jason ist, schaut euch einfach mal Freitag den 13. an. Sind zum Teil alte Schinken, aber es gibt natürlich auch neuere Verfilmungen. Dann wisst ihr, spätestens dann wisst ihr, wer Jason ist. This is gonna come in handy. Yeah. Alter. Gibt's doch nicht. Ja. Dear God, I'm tired. Stimmt ja, ich darf ja mit dir auch nicht so. Boring. So schnell looten, das stimmt allerdings, das ist wirklich langweilig. Das lassen wir hier. Das raubt uns nur zusätzlich Platz. Stimmt ja, ich wollte ja mal gucken. Moment. Da ist auf jeden Fall auch noch ein Container, hier vorne auch. Ist auch nicht schlecht eingerichtet hier, ey. Man hier so rüberlaufen kann. So, schauen wir uns doch mal hier um. Also, auf jeden Fall gibt es noch dieses große Areal hier. Das werden wir auf jeden Fall noch mitnehmen, weil hier gibt es auf jeden Fall allerhand. So, hier gibt es vereinzelte Häuser sind hier, beziehungsweise so Schuppen, Garagen. Den Teil, den haben wir leer gelootet. So. Diesen Teil hier weitestgehend auch. Ja. Viel bleibt ja hier nicht mehr übrig. Hier sind noch Häuser hier hinten an der Stelle. Das ist auch ein Haus. Hier sind auch noch diverse Häuser. Nächste Stromnebenstation, öffentlicher Versorgungsdienst. Da kriegt man Schaltkreise. Diverse anderes Zeugs. Ansonsten ist hier dieses Gebiet ist so gut wie leer gelootet und hier vor unserer eigenen Haustür eigentlich auch. Da ist jetzt nur noch dieses bisschen hier, dieses eine Haus plus Garage dazu. Also ich sag mal so, über 50% der Maps sind definitiv schon leer gelootet. Ich möchte fast sagen 60, 65%, so Pi mal Daumen. Das ist hier auf jeden Fall noch ein großer Schwung. Und den nehmen wir jetzt auch in Angriff. Das nehmen wir jetzt in Angriff. Und ja, sehen wir zu. Dass wir hier noch das ein oder andere Nützliche an Land ziehen. Well, I could have been louder. Ganzen anderen Crap an hier. Oh, Alter, das ist eine Scheißmaschine, ey, geil.
Alter Vater, ey. Geile Sache. Diese Machete, ey, ist nicht aufzuhalten, ey. Das meinte ich, wir müssen zusehen, dass wir auf jeden Fall noch diverse Prestigepunkte rankriegen. Vielleicht hocke ich mich nachher nochmal hin und werde noch ein bisschen offline in den Daybreak-Modus gehen. Weil noch so ein rote Klaue-Mitglied haben, das wäre schon echt nice. So. Och, bitte sag nicht, dass ich jetzt nicht auf sie zugreifen kann. Oh, scheiße. Ja, die Snacks, die können wir uns sonst wohin klemmen. Was waren jetzt hier nochmal drin? Energy-Zeug, okay, ist geschenkt. Schmerzmittel. Die können wir selber herstellen. Oh, Chemikalien. Chemikalien brauchen wir immer. That's a lot of stuff. Ersatzteile können wir mitnehmen. Zum Außenposten. Das ganze Zeug da abgeben. Das war ein Tobsüchtiger. I won't forget this. Bad news. We left things lying around and some of our supplies were ruined. So, geben wir mal das ganze Zeug hier ab. Kanister hebe ich mir mal auf. Ach Quatsch. Hauen wir hier noch was rein. So, dann setzen wir unsere Loot-Tour eigentlich fleißig fort, würde ich sagen. Hier gibt es auf jeden Fall Benzin. Und gleich mal weiter, ey, wenn ich jetzt nicht auf sie zugreifen kann, ist das scheiße. Dann ist sie... Ja, nutzlos möchte ich nicht sagen, aber... Also ich finde, du bist der Kacke. Nee, wir fahren ein Stückchen weiter. Weil so viel übertrieben viel Aufmerksamkeit hier... Das muss ich nun nicht haben. Gehen wir mal erst hier hin. Perfect outpost location? Check. Wenigstens schießt sie nicht, ey. Da müssen wir jetzt leise machen, ey. Da auf der anderen Straßenseite ist nämlich die Horde. Und die würde ich jetzt ungern anlocken wollen, dadurch. Durch Krach. Ja, komm, dann machen wir schon Sneaky hier und dann. Dann ist das doch alles machbar hier. Ja, die rennen da jetzt auf und ab. Sehr schön. Benzinkanister. Die rennen jetzt genau um die Tankstelle rum. Zu unserer Karre. Schlecht. Wenn die jetzt die Tankstelle stürmen, ist das noch beschissener. We ain't alone, of course. So, haben wir hier Gesellschaft drin? Nee. Sieht nicht danach aus.
Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ey, wenn der da an unserem Auto umherwurschtelt, ey, nicht, dass der unsere Karre kaputt macht, ey. Shit. Ich muss die da weglocken, Leute. Was haben wir denn überhaupt bei? Ja, diese Bombe. Das ist eine Schützenmine, ist das, ne? Scheiße. Ja, wir steigen hier aufs Dach. Jetzt hat uns... Boah, jetzt verschiebt er unsere Karre, ey. Noch einen Warnschuss abgeben hier. Oh, komm mal hier rum, Dicker. That is one nasty screamer. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Verschwendung, aber ich will die weghaben. Ich will die da echt weghaben. Dann jumpen wir in die Karre rein und dann nichts wie weg. Ordentlich was los. Wäre schön, wenn der Dicke jetzt hier rumkommt. So. So, nichts wie weg, Leute. Jetzt oder nie. Jetzt hier runter. Autsch. Streiterin hinterher, keine Panik. Sei, die läuft uns hier, läuft uns hinterher. Max sagt da hinten erstmal rein. Hoffentlich hat die jetzt nicht den anderen Crap da auch mit angelockt. Ich sehe einen Plague Bloater. Da hätten wir das Problem eigentlich nur verlagert. Nicht exactly what I wanted, but it'll do. One of them's latched on. Als ob das Game weiß, dass wir hier plündern wollen. So leicht no, I was hoping we'd have more company. So leicht gebe ich hier nicht auf. Das Einzige, was wir machen können, wenn wir jetzt dann nicht mehr mit ihr reden können, wir könnten zum Außenposten und dann eben die Kontrolle übernehmen. Und auf die Art und Weise machen, wenn das, falls das jetzt nicht klappen sollte. Nachgefällt. Sehr schön. Hier war die Tankstelle, ne? Aber da scheint. Da
scheint sich dass der da vor Ort scheint sich geklärt zu haben. So, mal sehen, was es hier noch gibt. Hier liegt noch erledigt. Jetzt locken wir auch allen anderen Crap hier an, ey. Scheiße. So, was mal sneaky. Ganze Geschichte. Komm, weiter, weiter, weiter. Nee, hat das Interesse verloren. Gut, sehr schön. Da gibt es auf jeden Fall noch Benzin. Hier können wir auf jeden Fall noch Benzin abstauben. Leise, wenn es geht. Koloss und dicke Horde sind einfach weg. Sind weggespawnt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Da, Leute. Ach, sehr schön, wir können wieder mit ihr reden. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, da müssen wir genauso machen. Also das Game, das legt uns hin und wieder mal rein. Gerade durch solche Aktionen. Und wir müssen das genauso machen. Du bist ganz schön müde, ey. Scheiße. Mal heute noch diese Lagerhalle da plündern. Nothing worth carrying out here. No, jetzt steht auch ein Screamer. Scheiße. Oh, Tumsüchtiger. I guess I'm empty. Rein hier. Den haben wir auch platt gemacht. Oh Gott. Nee, komm, wir fahren gleich durch, ey. Scheiß, die Wand an, ey. Sie sind nicht in der Lage, vernünftig auszusteigen, Leute, ey. Nichts weiter. Komm, dann tauschen wir dich aus jetzt hier. Der Stelle, Quatsch. Wen nehmen wir denn da? Brauchst du auf jeden Fall auch nochmal? Yes. Munition, weil ohne irgendwas hier umherzulaufen ist auch kacke. Das waren genau 7,62. I'm on my last mag here. Lead on. Okay. Was hier? Ja, ich sehe die Problematik, also. Scheiße. Und wenn der jetzt losbrüllt, dann haben wir den ganzen Salat. Die Scheiße an den Haken hier. Enjoy peace eternal, asshole. Da
Da ist ein Screamer drinne. Scheiße. Und das hört sich... Oh, nach Koloss an. Nee, Leute. Scheiße, scheiße. Aber ich will hier noch einen Packsack abstauben. Irgendwie ist mir scheißegal wie. Leise machen. Wieder jetzt reingelaufen werden, wäre das Geschrei groß geworden. Das kannst du aber annehmen. Buchstäblich, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hätte dann wieder andere Zombies angelockt und den Koloss, definitiv den Koloss. Den hätten wir an der Backe gehabt. Was können wir hier noch mitnehmen? Wir bringen das Zeug erstmal weg. Wechsel gleich mal. So, wo ist unsere Karre? Hier hinten. Geradeaus durch. Der scheiß Screamer, der dagegen holzt, oder was ist das? Ehrlich gesagt, auf den Dicken habe ich jetzt überhaupt keine Lust, ey. Wir haben schon einige Mitstreiter nur durch Kolosse verloren, ey. Du bist doch ganz schön müde. Fahren wir weiter. Fahren wir hier hin. Da ist auch noch eine Lagerhalle. Bisschen müde, ja. Ein bisschen durchhalten noch. Und dann bin ich zufrieden. Wir nehmen an. Shit, ey. Oh, haben die uns jetzt tatsächlich gesehen? Scheiße. Oh Gott, scheiße, ey. Oh, ich bin ja schon. Oh, no. Oh, nee. Komm weg hier. Declaring this location set free. Step 2, find useful stuff. Scheiße jetzt, aber was soll's. Weg hier, weg hier. Weg hier. Scheiße, haben wir unsere Mitstreiterin nicht mitgenommen? Oh nee, ey. Kapitän ist eingestiegen. Och, Leute, ey. Aber die dürfte eigentlich, die dürfte auch... So, wo ist sie? Sei ja, sie läuft uns hinterher jetzt. Das geht eigentlich ganz gut. Wird jetzt sie nicht sterben. Das Game, das trickst uns schließlich auch immer ab und zu mal aus. Also, warum sollten wir das nicht machen? NPCs, die schaffen das eigentlich auch ganz alleine.
komme damit ganz gut klar. Du bist im Arsch, ey. Leute. Hier oben könnten wir noch hin. Vereinzelt die Häuser da abgrasen. Dann würde ich den Part auch bald wieder beenden wollen. Sich zu, dass ich noch in den Daybreak-Modus reingehe, allerdings offline. Weil alleine, wie gesagt, ich ziehe meinen Hut vor den Leuten, die das tatsächlich schaffen, die irgendein System da haben. Ich kenne ehrlich gesagt noch kein System. Auf Daybreak-Modus noch nicht gespielt, gebe ich ehrlich gesagt zu. Hab mir dadurch wahrscheinlich eine ganze Menge Zeug entgehen lassen. Locked. Na Scheiße. What's up? Mach du mal weiter. Du bist ja auf Verstohlenheit geskillt. I think I hear him nearby. I was hoping for more. Das wird uns nicht ausgehen. Baumaterialien findest du hier echt wie Sand am Meer. Dann wird nachher wird das komplizierter werden. Da ist auch noch was. All this weight's gonna slow me down. Eine Munitionspresse gefunden. Und hier ist nichts. Schaltkreise. Until we build more storage, we're gonna keep losing stuff like that. Ja, das kommt alles wieder rein. Materialien, da macht man überhaupt keine Sorgen. Blöde wäre, wenn Lebensmittel oder so was wären. Mit dem Blaster können wir drauf scheißen. No place to put it. Yes. Weiter. Hä? Jetzt. Sagen, hä? Jetzt. No more creepers. We're good to go. Nice. Zeug zum Handeln. Da vorne ist auch noch ein Kanister. Das Geräusch schon höre, ey. Aber das, wie gesagt, das geht ja hier alles noch. Also. I've searched through everything here. Naja, in der Todeszone, wenn so ein Geräusch irgendwo aus der Ferne zu hören ist, dann heißt es Achtung. Achtung, Achtung. So, genau. Müssen wir langsam machen jetzt. Können uns an diese Tempo schon mal können wir uns schon mal dran gewöhnen, ey.
Da ist dann höchstens schnell spielen, ist dann nur noch drin, wenn wir wirklich tatsächlich so schnell wie möglich abhauen müssen oder keine Ahnung. Kunden ist auch so gut wie alles hochgeskillt und der steht genau günstig gerade, der hat sich umgedreht. Für uns. Schlecht für ihn. Zombies. So, wo soll jetzt hier noch was sein? Habe ich was übersehen? Scheint schon. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich nicht gerne in Häusern suche, weil du hast hier meinen 5 Container, das geht alles noch, aber wenn du so 8, 9 Container hast oder stellenweise auch 10, dann bist du danach bedient und nicht alle findest. Auf Anhieb. Ah, scheiß drauf auf den einen Container jetzt. Ja. Scheiß auf die Quest jetzt. So, wir fahren jetzt zum Außenposten. Dann würde ich den Part an der Stelle auch beenden wollen. Nice! So, laden wir das ganze Zeug hier noch aus. Vernünftig. Okay. Aha. I'll go with you. Hier auch. Schön. Munitionspresse für Gewehre. Haben wir alles schon, aber. Haben ist besser als brauchen, wenn nicht, können wir ja immer noch handeln. Gut, Leute. Ich beende jetzt den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.